Das waren die schnellsten 4 Wochen eures Lebens. Heilige Scheiße, das gab mir jetzt eher vor wie 4 Stunden. Ja, so ungefähr. Herzlich willkommen zum 3. Match von Game Over, einen Tag nach dem 2. Unglaublich, würde ich immer sagen, aber das ist es ist versprochen. Boah, es ist versprochen, zur krass, nächsten oder? Show müsste wirklich 4 Wochen warten. Ja, Olli, ECW Heavyweight Championship Match steht auf dem Spiel. Für die, die sich fragen, hä, warum jetzt direkt ein Heavyweight Championship Match? Ich meine, das ist doch der größte Titel, macht man doch eher zum Schluss aus. Naja, weil wir es abwechslungsreich gestalten worden. Erst Tag Team, dann European, dann Heavyweight. Und das wird sich bis zum Ende des Pay-Per-Views immer so in diesem Schema wiederholen. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ausgerechnet Kane, der die Chance gegen Brain Damage bekommt? Naja, wir wissen es nicht. Richtig, wir brauchen halt mal irgendwelche Midcard-Heroes, die mal hier den Pay-Per-View so ein bisschen aufwerten. Und da dachten wir uns, okay, bringen wir mal als Popcorn-Match jetzt hier ECW Heavyweight Championship. Brain Damage gegen Kane. Ja, denn wir hatten ja nicht sehr viele Möglichkeiten, jetzt hier einen großen Number-One-Contender zu bestimmen. Aber einen haben wir jetzt gebraucht und die Wahl fiel auf Kane scheinbar. Und damit starten wir direkt ins Match. Es ist selbstverständlich ECW-Rules-mäßig ein Extreme-Rules-Match, also ein No-Disqualification-Match. Und jetzt bin ich natürlich äußerst gespannt, denn nachdem wir beide im letzten Part richtig lagen mit Nigel McGuinness, ist die große Frage, wer gewinnt hier? Wird es Brain Damage sein, der völlig überraschend überhaupt erstmal World Heavyweight Champion geworden ist? Oder der aus dem Nichts kommende Kane? Höllenhurra, Kane wird's machen. Du glaubst wirklich, Kane holt sich hier das Ding? Ja, warum nicht? Hellfire and Brimstone. Ja, ich sag's dir mal so, ich hätte niemals damit gerechnet, dass Brain Damage hier World Champion wird. Niemals. Ja. Aber er hat mich überzeugt in seinem Steel Cage Match, als er Champion geworden ist. Und sage dementsprechend, Kane wird hier verlieren. Brain Damage hat die Kraft und hat das Momentum, vor allem hier in einem Extreme Rules Match Kane zu besiegen. Ja, ich meine, man sieht ja, es sind zwei riesen Klötze im Ring zusammen. Es sind Waffen erlaubt, die werden sich einfach nur die Fresse einschlagen. Die Frage ist, wie lange geht das Ganze gut? Und ja, meine Wahl fällt einfach auf Kane, weil guck ihn dir an. Es ist Kane. Es ist Kane. Ich meine, die Zuschauer werden es dir vielleicht danken, dass du auf Kane tippst, denn ich bin halt schon wieder so der miese Langweiler, der denkt, schon wieder kein Titelwechsel. Denn das wäre jetzt das 3. Match laut meiner Sicht und dann wieder kein Titelwechsel. Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt hier sehr viele Titel wechseln. Bist du dir sicher? Ja. Oh, entschuldige, ja. Ich war gar nicht sicher, Lars. Entschuldige. Wo warst du gerade? Ich war gerade in Tansania. Ah, okay. Ich dachte, du bist doch im Winterwunderland, so wie wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke. Ne? Ja, Osterhase ist eingefroren. Ne? So ist es. Der hat leider keine Schaufel bei. Der kann sich seinen Weg nur frei löffeln. Ja, wir glauben, also ich glaube, Brain Damage wird es hier machen, das wird wieder keinen Titelwechsel geben. Olli hofft auf den ersten Titelwechsel des Abends. Yeah. Wäre natürlich hart, wenn direkt schon wieder der große ECW World Title wechseln würde. Wir haben hier mal wieder WWE gegen ROH, ist ja das selbstverständlich immer so. Richtig. So wie auch in den anderen Titelmatches. Wobei das nicht... Doch. Ja, das trifft ja nur auf ECW zu. Das trifft ja nur auf ECW zu. Ja, ich war auch gerade im Winterwunderland. Ja, nee, Tansania warst du. Ich habe gerade an was anderes gedacht. Ah. Aber stimmt schon so alles, gell? Ja, fei, richtig. Alles so, ne? Und jetzt musst du dir mal Folgendes geben. Wir haben hier Kane, der ein Cover macht, was zum Teufel. Wir haben hier Kane gegen Brain Damage nach 4 Minuten und noch keine Waffe. Ja, die einzige Waffe, die beide jetzt erstmal brauchen, sind jetzt einfach mal die Schweiste. Ja, und die setzen sich dafür ganz gut ein. Richtig. Aber ich bin trotzdem ziemlich überrascht, dass die beiden sich jetzt hier erst einmal auf wirkliches In-Ring-Geplänkel konzentrieren. Hätte ich den beiden nicht zugetraut. Ja, ist doch interessanter für die Zuschauer, würde ich mal sagen. Weil ich meine, stumpf mit Waffen aufeinander draufgehen, das kann mal jeder. Das ist richtig. Also ich find's auch deutlich schöner, dass man sich erst hier ein bisschen auf die eigenen Stärken konzentriert, die man wrestlerisch hat und dann, ich weiß nicht, so in 5 Minuten oder so, wenn die anfangen jetzt hier sich dann mit dem Stuhl die Köpfe einzuschlagen, wäre es optimal.
Ja, definitiv. Stell dir mal vor, die beiden machen jetzt hier Scheißen auf die Waffen und wollen hier einfach einen fairen Kampf. Was würdest du davon halten? Ja, ich meine, da hättest du doch gleich die Stipulation von sparen können. Ich meine, da hättest du jetzt den anderen beiden im European Title Match, hättest du jetzt denen die Stipulation gegeben, die beiden jetzt hier in einem Submissions Match. Und ja, da geht die Sache dann schon ab. Aber wie gesagt, lass die jetzt mal hier sich technisch verausgaben. Die Waffen werden dann noch früh genug kommen. Ja, ich denke auch, dass sie sich jetzt so ein bisschen wrestlerisch müde machen und dann irgendwann halt sagen, okay, sind wir mal ehrlich, es bringt nichts. Komm, ja, lass uns umbringen. So ungefähr. Wie es Drake Younger mal eins gesagt hat, let's tangle, motherfucker. Und das war ein wunderbarer Konter von Kane. Hebt Brain Damage einfach nach oben, als wäre er nichts, und slammt ihn brutal zu Boden. Und jetzt noch eine Clothesline aus der Ringecke, in der Kane hält sich auf jeden Fall im Rennen und jetzt halt verlässt er den Ring. Ja, jetzt geht's los. Wie oder auch nicht, er steigt aus Turnbuckle und wird von Brain Damage noch einmal rechtzeitig auf die Matte geschickt. Richtig. Dachte auch schon, Kane ist jetzt der anfängt, hier die Chance zu nutzen und zu den Waffen zu greifen. Aber schön, wie es hier ziemlich ausgeglichen ist. Auch die beiden sich gegenseitig auskontern. Kane ist crazy! Nee, da widerspreche ich. Eindeutig. Kane war ja hier letztens erst im Anti-Aggressionstraining. Ja. Mit Daniel Bryan, Bryan Danielson, wie auch immer. Also du glaubst, das ist ein ganz lieber. Ja, der ist ganz handsam und ganz. Ja, mit dem kannst du ein paar Gassi gehen. Und er apportiert sogar, also das geht schon. Ja, dann erklärt sich das natürlich, warum wir nach 7 Minuten noch keine Waffen haben. Richtig, und ich meine, der Herr im schwarz-weiß gestreiften Hemd erlaubt zwar, aber die beiden scheinen sich hier ganz brav berühren zu wollen. Wer es nicht nötig hat, ich habe kein Problem, richtig, ein technisch visiertes Match zwischen Brain Damage und Kane zu sehen. Man ist es ja nur nicht gewohnt. Richtig, Extreme Roots muss ja nicht immer heißen, Waffen. Ja. Muss nicht, ne? Richtig. Vielleicht sieht man ja auch einfach nur ein extrem technisch visiertes Match. Kane probiert es abermals. Oh, diesmal kann er aber... Och, Gott, lame. Das... Es war ja so ziemlich das Sinnloseste, was ich seit langem gesehen habe. Scope Slam und anschließender Dropkick ins Gesicht. Das war extrem. So, jetzt 1, 2, 3, fertig. Na klar. Ah, schade. Brain Damage, da ist er einmal World Champ, dann wird er sich das einfach so schnell nehmen lassen. I don't think so. Geil wäre es, wenn es bei dem ECW World Heavyweight Title die 24-7-Regel gäbe. Ja, schön wär's, ne? Ja. Ich glaube, damals ja, in alten Spielen gab es sogar noch das 24-7-Match. Ja, das gab es früher in den alten Smackdown. Hier kam es zu Pain und was weiß der Geier nicht da alles. Aber sehr sinnvoll war es eigentlich nicht. Ja. Man konnte ja nicht wirklich 24-7, ne? Ist ja nicht so wie der geile DDT-Title, der dann auch mal im Schlaf wechselt. Ja, oder dass die Leiter einfach mal Champion ist. Oder die Leiter. Oder die Puppe. Oder der Hund. Oder die Puppe. Oder der Hund, genau. Göttlich, der Hund. Die anderen werden sich auch noch denken, Alter, was haben denn die schon wieder geraucht? Ein Hund-Champion? Ja. Jaja, DDT, die Japaner. Ein geiles Volk. Guckt's euch einfach an. Aber was wir uns jetzt angucken, lieber Olli, ist das ECW Extreme Rules Heavyweight Championship Match Brain Damage gegen Kane. Gegen Kane? Der handsame Kane. So, aber Kane, du darfst jetzt ruhig mal ein bisschen ausbrechen. Ja. Langsam gerne Waffen. Waffeln. Waffeln. Waffenschale! Yes! Schlagt euch mit Waffeln windelweich. So, jetzt erstmal der große Hammer unter DDT. So, jetzt kann's losgehen. Oder auch nicht? Ich glaube, die beiden wollen das hier echt fair regeln. Ach, komm schon. Es ist ECW. Ja, aber... Es ist Brain Damage, komm schon. Ja, aber... Wobei, Brain Damage war doch derjenige, der nicht geblutet hat in dem Cage-Match, oder? Ja, das ist richtig. Ja, das vielleicht sogar mal nicht was bedeuten soll. Das bedeutet auf jeden Fall, dass Brain Damage Kopf nicht quasi halb offen ist. Ja, aber ich kann mir auch denken, dass Brain Damage hier irgendwie so leicht den
ja, Wattebällchen-Modus auffährt. Von wegen, ach nee, da ist der Käfig, nee, ich nehme jetzt erstmal die Händchen und stoß mich dann doch irgendwie so gut wie es geht ab. Ja, und entschuldige, wenn es zum Titel führt, soll er das doch machen. Ja, aber ich meine, man muss auch teilweise mal zu Waffen greifen, um mal irgendwas zu verteidigen. Naja, ich bin ehrlich gesagt, wie gesagt, von Brandon so überrascht, dass ich hier auch noch zu ihm halte, weil er einfach einen komplett anderen Stil fährt, als man von ihm kennt. Mir hat das gefallen, was er im Steel Cage gezeigt hat, und auch hier gegen Kane enttäuscht er mich bisher nicht. Enttäuschen tut er wirklich nicht. Aber ich meine, ja, ob er das Ding jetzt dann wirklich gegen Kane verteidigen wird, ich weiß es nicht. Irgendwann wird vielleicht noch der Moment kommen. Es ist aber auch ungewohnt, weil man das auch nicht vom Computer eigentlich kennt, dass sie sich bei Extreme Rules Matches so zurückhalten. Ja, normalerweise sind sie ja in der vergangenen Version eigentlich gleich raus auf die Waffen und Klüppel. Richtig. Genau, das ist echt ungewöhnlich. Also ich meine, ihr habt es auch gesehen, also wir haben es schon eingestellt, so ist es nicht. Richtig. Also sie können hier machen, was sie wollen, aber bisher scheinen sie es nicht für nötig zu halten. Vielleicht gibt es aber bei denen dann auch irgendwann so, oh, schöner Boston Crab hier gegen Kane. Aber weißt du, vielleicht kommt auch bei denen irgendwann so der Schalter, wie bei Nigel und Mondo, wo dann beide in den Rage-Mode gegangen sind. Weil ich meine, die beiden, also Nigel und Mondo, die hätten sich garantiert darauf geeinigt, dass sie sich mit Waffen noch die Fresse polieren, hätten sie die Chance dazu gehabt. Na klar, auf jeden Fall. Und vielleicht wird es bei denen auch irgendwann den Schalter geben, was weiß ich, wenn Kane einen Chokeslam auspackt und Brain Damage kickt nicht aus, dann wird er vielleicht auch sagen, okay, da muss ich wahrscheinlich dann doch zum Stuhl oder sonst was anderem greifen. Richtig, Chokeslam auf den Stuhl, zack, 1, 2, 3. Zum Beispiel. Da ist nämlich dann alles möglich. Richtig. Aber ich meine, technisch jetzt so die ganze Zeit weiterzumachen, bis einer jetzt mal resigniert, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Weil ich meine, die Technik haben beide jetzt nicht so in die Wiege gelegt bekommen. Oh, oh, jetzt halt aber. Jetzt geht's aber rund. Der Erste fliegt so aus dem Ring. Ist das vielleicht ein Zeichen? Vielleicht hilft auch einer der Fans nach. So, jetzt wieder Barrikade. Nein. Jetzt bin ich gespannt. Das Blut von Nigel McGinn ist überall verstreut. Quasi. Und erstmal gegen Ringpfosten? Nee. Nee. Kane nimmt den Umweg. Au! Weil das war, sah schon so fast aus, als wäre der Kopf gegen den Ringpfosten geknallt. Aber das wäre jetzt gewesen. So, jetzt verlagert sich aber das Geschehen nach draußen, oder? Nö. Nö. Oh. Haben die nicht nötig? Wieso? Schöne DDT. Ja, aber ich will jetzt mal endlich die Waffeln sehen, ey. Das ist ja echt seltsam. Jetzt hat wieder aus dem Ring. Früher oder später müssen sie es doch machen. Das habe ich ja noch nie vom Computer gesehen, dass dem das absolut scheißegal ist. Ja, du siehst es ja. Ja, Kane sich hier etwas gezerrt. Kane jetzt erst einmal. Ah, der Fuß. Ja, das waren die 10. Okay, also zum einen, Brain Damage fliegt gegen die Treppe, Kane fliegt gegen die Barrikade, Kane fliegt gegen die Barrikade. Ja, Kane, mein Gott, sind wir jetzt hier. Wir wollen nicht Flipper spielen. Doch. Und auch gegen den Kommentatorentisch war was Neues. Und gegen die Barrikade. Was zum Teufel ist mit Brain Damage los? Hast du was an Extreme Rules irgendwie falsch verstanden? Und an die Barrikade. Alter, der hat ja mal bei Extreme Rules was übelst falsch verstanden. Und wieder an die Barrikade. Ich meine, ist ja nicht so, als würde es nicht wehtun, aber... Ach Gott. WTF? Dumme KI FTW? Also wenn der Kane so zum Auszählen am Ende bringt, dann gute Nacht. Es gibt kein Auszählen, mein Junge. Das ist natürlich richtig. Ist ein Extreme Rules Match, wa? Oh shit. Dann geht das Match noch ewig. Ach du Scheiße. Weil draußen covern ist ja leider nicht. Es gibt ist ja kein False Count Anywhere Match. Hätten wir mal lieber angestellt. Oh mein Gott. Oh, jetzt. Ja! Ja! Brain Damage! Spear! Bam. Und die nächste Barrikade geht hier down! Man hat aber lange für arbeiten müssen.
Ja, richtig. So, jetzt haben wir nur noch zwei Ecken, die funktionstüchtig sind. Hoffentlich haben wir noch genug Securities in der Halle. Ach du Scheiße, jetzt Hilfe. Komm, mach doch jetzt. Genau, zieh einen Ring und mach hier Ende. Und gegen die Ringtreppe. Oh, erstmal gegen die Treppe. Und gegen die Barrikade. Und was hat Brain Damage jetzt vor? Hat er sich den Gurt? Der hat sich erstmal mit den Fans unterhalten. Oh, oh. Oh, what? Tombstone, ist klar. Tombstone Piledriver aus dem Nichts hat sich Kane gedacht. Was tust du mit mir hier? Willst du mich verarschen? Zack, auch noch über die Ringtreppe. Okay, jetzt wird's hart. Und jetzt halt greift Kane zu den Waffen. Der hat die Schnauze voll mit der Krücke von einem Fan. Und er holt sich einen Titelgürtel, einen Replica Belt und oh mein Gott. Oh, wie krass war der denn? Ja, Titel schlägt Krücke. Ach du Scheiße. Und jetzt halt genau das meinte ich. Dieser Schalter. Und der war gerade nämlich bei Kane gegeben. Wird durch die Barrikade gerammt. Ich meine, sowas lässt er doch nicht mit sich machen. Und DDT auf die Krücke. Volle Kanne jetzt hat. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der Wischmob. Nein, Brain Damage hält ihn gerade noch auf. Es wird eskalieren, ich verspreche es euch. So, jetzt geht die nächste Barrikade kaputt. Nein. Alter. Barrikade Spear. Tombstone hinterher. Plötzlich mit dem Titel. Ah ja, dann noch Ringtreppe. Jetzt noch mit dem Titel einfach mitten in die Fresse. Es wird so sehr eskalieren. Brain Damage jetzt schnappt sich eine Mülltonne. Mülltonne aus. Oh, die gute alte Mülltonne. Das ist, die Mülltonne ist so richtig 2001. Richtig. Und Kane schnappt sich eine Gitarre. Gitarre oh. Gegen Mülltonne. Soll Mülltonne. Die Mülltonne gewinnen? Nein, Kane holt sich die Mülltonne. Dann holt sich Brain Damage eben was anderes, nämlich einen Steel Chair. Steel Chair gegen Mülltonne und Mülltonne gewinnt. Schon wieder zwei neue Champions. Oh, jetzt hat geht's hier richtig ab. Brain Damage holt sich jetzt die Mülltonne. Ja, jetzt will jeder mal. Und schlägt selbst auf Kane ein. Und beim Umfallen gibt er ihm sogar noch eine mit der Mülltonne. Aha, jetzt hat also, meine lieben Freunde, Extreme Rules. Ach, die Gitarre macht schon wieder, die tanzt schon wieder. Will. Richtig. Extreme Rules is on. Alter, hätten wir jetzt mal noch False Count Anywhere, dann wäre das hier richtig lecker geworden. Richtig. Das müssen wir uns das nächste Mal merken. Und hier wieder, die Mülltonne scheint ein Lieblingsspielzeug dabei zu sein. Oh, jetzt wäre es fast das Ende für Kane gewesen, glaube ich. Und er versucht Brain Damage was, aber ich glaube, damit hat er einfach nur kassiert. Die Mülltonne wird wieder gegen seinen Kopf gebohrt. Da gib's mir, das ist Brain Damage. Das ist Brain Damage. Das ist so ein typischer Brain Damage, ein Classic Brain Damage. Der kassiert und dann sagt er einfach nur, komm, zeig mir doch noch mehr. Vintage Brain Damage, wie es Michael Cole sagt. Volle Kanne. Ach, guck mal, die haben die Barrikade repariert. Ja, Gott sei Dank in der Umbaupause. So, und Brain Damage ist natürlich jetzt auch heiß. Oh, schau es an, Konter hat in einen Turtle Power Slam. Knee Drop noch hinterher. Das ist jetzt richtig gut, was Brain Damage hier zeigt. Komm, das riecht doch nach einer Titelverteidigung. Oh, jetzt hat er auch noch gegen den Ringpfosten. Und das sieht nicht gut aus für Kanes Kopf, aber noch scheint unter der Maske alles heil zu sein. Und sie sind im Ring. Und sie sind und nicht mehr im Ring. Sie waren im Ring. Okay, was ist die nächste Waffe, die sie sich holen? Ein Plastikbecher mit Bier drin. Oh, nimmt sie schon. Oh, das sah eher nach Wasser aus. Gegen den Hinterkopf. Naja, tut mir leid. Und jetzt wird es hier richtig extrem. Eine Leiter kommt ins Spiel. Alter. Uli. Oh, und die Leiter verschwindet. Es ist Magie. Well done, THQ. Well done. Es ist Magie oder es ist Magie? Und wieder ein Bierbecher und dann den Larry. Und da fliegt der Bierbecher natürlich erst einmal weg. Übelst krass, wie er den hier weggerammt hat. Kane hat Durst, ne? Hat nichts hinzu. So, jetzt zurück in den Ring. Komm, Brain Damage, mach das Ding jetzt einfach fest. So, aber er schnappt sich wieder den Becher. Er vertraut auf den Becher. Naja, vielleicht ist es die richtige Taktik, ins Gesicht schütten und dann einrollen. Das geht aber nur im Ring, mein Lieber. Richtig. Steel Chair, aber der Clothesline von Brain Damage. So, was wird er jetzt als nächstes greifen?
Es ist der Steel Chair, was macht denn der Kane? Und natürlich frisst er dann erstmal, knallt mit dem Hinterkopf auch noch auf die Ringtreppe. Das ist natürlich ungesund. Dass das gesund ist, kann, dass das nicht gesund ist, das wissen ja wohl alle, aber ob das jetzt wirklich die Ringtreppe war oder ob das jetzt nur im Blickwinkel so ausgesehen hat, das sieht mir jetzt nicht so aus, weil Kane ist erstaunlich vital. Alter, dass der jetzt da draufhaut, das war natürlich auch geil, Klausler mit Stuhl. Ja. Aber Brain Damage hat, glaube ich, gerade bei dieser Steel Chair Phase richtig krass gefressen. Ja, das wird sich jetzt im weiteren Verlauf... Das ist ein richtig brutales Championship-Match hier. Ja, wobei du am Anfang wirklich die Hoffnung fast schon aufgegeben hattest, dass es dann noch zu Wachen kommt. Ja, und jetzt verlagert das Ganze doch einfach mal noch in den Ring. Jetzt kommt der Wischmob. Oh, göttlich Wischmob. Göttlich Mob. Aber der kommt nicht zum Einsatz. Jetzt vielleicht nochmal die Mülltonne, aber Brain Damage hält das Ganze, Gott sei Dank, muss man schon fast sagen, auf. Denn Brain Damage muss langsam mal was Überzeugendes zeigen. Brain Damage, wollte schon sagen, Steel Chair gegen Mob. Oh! Aber der ging mal sowas was von auf den Stuhl. Alter, Leute, egal was ihr gesehen habt, der ging so sehr auf den Stuhl. Ja, ging er, der blutet. Ja. Also der Stuhl blutet. Und Brain Damage auch. Jetzt wird's halt, yo, Ringtreppe gegen Mob. Entschuldigung. Mob gewinnt, logisch. Und jetzt göttlich. Wird Kane hier mit Mob verdroschen. Göttlich, ey, göttlich. Alter, oh. Klausel. Das ist zum Thema kinderfreundliche Ausrichtung. Jawohl, nicht bei uns, Leute. Was? Sagt sich das 16 aus. Und vor allem Brandon wird erstmal ausgenockt, 10 Jahre. Ja. So, jetzt Tombstone auf Ringtreppe in Ring holen und das war's. Aber da glaube ich und hoffe natürlich nicht. Go. Aber jetzt kommt die erste Waffe in den Ring. Kommt die erste Waffe endlich in den Ring? Nein. Also da wollen sie sich fernhalten. Oder auch nicht. Ich nehme es zurück. Aber jetzt. Gitarre. Boah, jetzt haut dem Kane doch einfach mal die Gitarre jetzt auf den Kopf. Und dann ist das hier vorbei. Jetzt hat aber auch die Mülltonne. Oh, Kane, glaube ich, macht jetzt eine kleine Sammlung auf. Holt er sich jetzt nochmal die Leiter, die er so gerne möchte? Nein. Brain Damage. Kane, bei dem Ring. Langsam könnte es gefährlich werden. Einmal so ein German Suplex auf den Ring, Mülltonne und dann war es das auch. Und Brain Damage will doch jetzt hier Finish machen, oder? Jawohl, das sieht gut aus. Ist das der Brainbuster? Brainbuster auf die Mülltonne! Schaut's euch an! Kaputt, das war's! Mann! Was? Boah! Alter! Really? Da haut mich aus den Socken, ey. Alter, der Brainbuster! Auf die Mülltonne! Ich meine, Kane müsste im Arsch sein. Guck dir das Ding an, wie platt die Tonne ist. Ja klar, du, Kane ist ein Pfund! Wow! Boah, ist das Ding flach. Ja, platt wie eine Flunder, wenn der Kane da drauf fliegt. Fall away Slam gegen Kane. Schau dir das an, wie der Brain Damage jetzt hier den Kane bearbeitet. Komm, jetzt hau ihm das Ding noch gegen den Kopf. Komm. Au, das war knapp. Ah, jetzt Kane. Oder etwa Kane? Wow, oh Gott. Komm schon, Brain Damage. Komm, Brain Damage, nein. Ey, der Treffer mit der Gitarre entscheidet. Boom, das war's. Die Gitarre explodiert förmlich, aber Kane juckt es überhaupt nicht. Der will hier richtig Finish machen. Ich sagte, der will den Tombstone oder den Chokeslam auf die Ringtreppe. Ich meine, das war schon hart, dass wir einen Brainbuster auf eine Mülltonne gesehen haben. Aber wie hart wäre ein Tombstone oder ein Chokeslam auf die Ringtreppe? Das wäre ultimativ hart. So, jetzt zeigt das an Finish. Alter. Was will denn Brain Damage noch zeigen? Jetzt hat... Oh, oh. Oh oh. Oh oh, Last Ride? Nein. Package Pile Driver? Package Pile Driver? One? WTF, seit wann hat er einen Package Pile Driver? Was ist da los? Also, ich habe ihn dir nicht gegeben und das ist. Ich meine, hä? Hä? Okay, das ist ja jetzt übel krass.
schnappt sich jetzt oh, oh, das, das, oh, das, das, das. Oh, oh. Hör, legt sie nochmal hin oder legt sie es nur bereit? Wassercan vor? Ich sag, ey, wenn es dann Chokeslam drauf geht, dann ist das vorbei, Junge. Oh, ein Back-Body-Drop wäre natürlich, ein Backdrop wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Oh, ja, und jetzt hat Brain Damage die Chance. Oh, und die geht durch. Oh, Steel Step. Oh. Und. Nein. Ein drittes Mal, aber bestimmt. Erstmal eine Faust quasi durch die Treppe durch. Oder gegen die Treppe eigentlich schon. Und jetzt holt er sich die andere. Ach du Kacke, ey. Ach du Kacke. Beide müssen doch jetzt eigentlich in den Ring gehen. Krücke gegen Steel Step. Keins von beiden gewinnt aktuell. Brain Damage jetzt mit den Steel Steps. Ich warte nur auf meine Lieblingsaktion, wo er die einfach auf die Gegner drauf wirft und da begraben unter der Treppe ist. Ja. Alter, was der Kane da jetzt gerade mit der Treppe frisst. Aber was macht ihr außerhalb vom Ring? Das, ihr müsst in den Ring. Das bringt euch ja draußen nichts. Ich fühle mich gerade so ein bisschen noch eine stärkere Stufe Blut, oho. Ich fühle mich gerade so ein bisschen zurückversetzt zu McGinnis gegen Mondo. Weißt du, Mondo ist, also Kane ist gerade so der Mondo, der auch ums Verrecken nicht bluten will. Ja, genau. Und Brain Damage war mit einer ähnlichen Platzwunde wie Nigel. Hey, Kane ist am Bluten, der ist doch, der hat doch hier angefangen zu bluten, als es den Brainbuster durch die Mülltonne gab. Echt? Ja, ja. Gar nicht drauf geachtet. Siehst du doch. Eben hat er doch noch Blut verloren. Also ich dachte, jetzt gibt's hier gleich Steel Steps gegen Steel Steps und der Gewinner, tja, ist hier neuer oder alter Champion. Der Gewinner alter, ist Steel Steps. Brainbuster. Boah, wäre das heftig gewesen. Oh, nein, ein Atomic Drop. Hätte er doch einfach mal den Back Suplex gemacht, Alter. Cover, one. Nein. Nicht nach dem Atomic Drop. Alter, 27 Minuten im Match, ja. Der Titel immer noch auf dem Spiel. Die Waffen mittlerweile im Ring. Zwei Steel Steps. Gefährlicher denn je. Wieder die Steel Steps. Ich sag's dir, die entscheiden das hier heute auch. Oh ja. Mein Gott, mitten ins Gesicht. Au, oh, und jetzt muss auch Brain Damage die Treppe fressen. Jetzt wird's richtig heftig. Nein. Ich wollte schon sagen, da geht der Ref, aber... Boah, das war knapp. Komm, jetzt begrab Kane einfach unter dem Ding und dann Cover. Alter. Boah, das komm, war's. Das muss doch jetzt sein, ey. Ich würd's... Hey, das kann man keinem Kane übel nehmen, wenn der daran jetzt einfach mal liegen bleiben würde nach so einer Aktion. Ja. Komm, jetzt begrab ihn doch bitte. Das wäre so geil, wenn er es einfach auf den Kopf legen würde und dann sich noch draufsetzt und Cover. Alter, Kane gegen Brain Damage. Was für ein würdiges ECW Championship Match. So, jetzt muss aber mal Finish sein hier. Nein. Oh! Und jetzt geht auch noch der Ref down nach einer brutalen Aktion mit der Ringtreppe. Oh mein Gott. Und jetzt gleich die Killer-Aktion. So, Ref ist wieder am Start. Wir haben extra einen harten Ref engagiert. Für dieses Extreme Rules Match. Und oh! Von den Steel Steps auf die Steel Steps. Komm, das muss doch jetzt Finish sein, Mann. Ne, er steht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Tombstone etwa. Nein, nur ein Power Slam. Nur ein Power Slam. Aber damit kann er auch finishen. Alter, und jetzt bearbeitet er noch die andere Seite von Brain Damage. Alter, was ist hier los? Beide Steel Steps mittlerweile draußen. Und wieder aus dem Ring. Aber der hat nicht genug. Der will das hier mit den Steel Steps machen. Oh oh. Oh oh. Oh! Back Suplex auf die Ringtreppe. Mann, jetzt mach Finish. Ja, zurecht. Da muss er jetzt einfach in die Mitte rollen und covern. Ja. Nee, der bringt die Ringtreppe. Ey, wollen die sich hier umbringen? Okay, komm raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das gibt's ja wohl nicht. Ich weiß, es geht um den ECW World Heavyweight Title. Aber das ist ja hier mittlerweile ein Massaker. 13 Minuten lang technisch visiertes Wrestling gezeigt. Und jetzt hat die absolute Schlacht. Oh no!
Ich habe keine Worte mehr übrig, wer das Match jetzt hier wirklich gewinnen wird. Ich meine, solange sie außerhalb vom Ring sich bekriegen, wird es ja keinen Sieger geben. Das ist richtig. Oh mein Gott, nochmal der Brainbuster. Brain Damage. Brainbuster! Oh, wahrscheinlich mal sogar auf die Ringtreppe. Wir haben es nicht genau, Alter, sehen können. Was? Der will den jetzt. Alter, hä? Jetzt auch noch. Auf. Was ist das? Ist das ein Zahn, hat gerade Jerry Lawler gerufen. Ja, wahrscheinlich hat sich Kane auch noch gerade einen Zahn ausgeschlagen. Richtig. Wundern wird's mich nicht. Was für ein Match, eine halbe Stunde. Ich habe vor einer halben Stunde meine Chicken Wings reingetan. Die sind mittlerweile fertig. Hallo. Ihr müsst langsam mal hier zum Ende kommen. Das gibt's ja nicht. Also, Olli, beim nächsten Mal merken wir uns Falls Count Anywhere. Richtig. Bei solchen Matches. Ansonsten wird es hier niemals ein Ende geben. Holy shit. Das gibt's ja nicht. Und Turtle the World Slam noch einmal. Was wollen sie denn noch zeigen? Die können die doch nicht mehr. Ganz ehrlich, geht in den Ring und macht ein Cover. Ganz ehrlich. Jetzt hat vielleicht. Ja, ja, ja. Auf Brain geht's. Damage, komm in den Ring. In den Ring. Oh, diese scheiß Ringtreppen, ja doch. Wer kann jetzt die finale Aktion anbringen? Belly to Belly Slam. Komm, cover ihn. Es ist vorbei. Jawohl. One. Eins. Two. Zwei. Three. Drei. Brain Damage. Wieder kein Titelwechsel. Chapeau. Chapeau. Wow, nach 31 Minuten absolute Schlacht. Und wem das jetzt ein zu schlechtes Finish war, dem kann ich nur sagen, fuck you. Alter, was die sich hier gerade für eine ultimative Schlacht geliefert haben. Kein Mensch kann nach so einer Aktion mehr aufstehen. Absolut in Ordnung und würdiges Finish für dieses eigentlich schon legendäre ECW Extreme Rules Heavyweight Championship Match. Richtig, ich meine, der Brainbuster mit Kane durch die Mülltonne, also boah. Allein da er vorbei sein müssen. Und Alter, schau es dir an. Schau dir das Bild an. Brain Damage. Der World Heavyweight Title der ECW. Still. Verdient. Unglaublich. Schau ihn dir an. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe es nur gehofft eigentlich. Aber der Mann hat sich bewiesen. Ich glaube, er ist absolut zu Recht der aktuelle Champion der WWE vs. ROH. Richtig. Und ich meine, die nächste Stufe kommt. Ich bin gespannt, wer der nächste Herausforderer sein wird auf dem Titel. So ist es. Ich denke mal, es wird schon eine große Hausnummer werden. Man muss Brian Damage, glaube ich, jetzt schon was ganz schön Dickes vorlegen, damit er eventuell mal in Bedrängnis... Gut, in Bedrängnis war er jetzt schon gegen Kane. Aber ich meine, damit es hier einen Titelwechsel geben kann. Brain Damage, Thumbs Up, grandioses Match, Daumen hoch für den Part und wir sehen uns im nächsten Match wieder. C'est la vie. Bis dann.